Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle des Lebens, im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und stärkt. Amen. In der Wüste bahnt einen Weg für Gott. Die Macht über uns kommt mit Kraft und ihr Arm übt Herrschaft aus. Herzlich begrüße ich Sie und euch zum heutigen Universitätsgottesdienst am dritten Advent mit dem Wochenspruch aus dem Jesaja-Buch. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, hier in Katharinen und per Livestream. Bahnt einen Weg für Gott. Was kann das heißen mitten in unserer Welt? Zumindest doch das, dass wir unsere Hände, unsere Stimmen gebrauchen sollen für das Leben. Und ich lese noch etwas im Spruch aus dem Jesaja-Buch. Da kommt etwas mit Macht und Kraft, bringt sich zur Durchsetzung. Beides, das Aktive des Wegbahnens und das, dass ich Zeugin eines Machtereignisses werde, beides kommt im aufmerksamen Warten zusammen, über das wir schon viel in diesem Semester als Haltung gesprochen haben. Und beides ereignet sich symbolisch alle Jahre wieder, in unserer Advents- und Weihnachtszeit. Da sieht man doch schlussendlich, dass die eigentliche Macht die der Liebe ist. Und so klein und beschränkt sie auch zunächst sich ausnehmen mag, sie wird sich am Ende durchsetzen. Warten und Zeuginenschaft des Lebens zu leben, beides spielt auch bei unserem heutigen Gast eine zentrale Rolle. Denn wer könnte anschaulicher über das Warten und die Durchsetzung des Lebens sprechen als jemand, der sich mit der Hebammenkunst auskennt. Ich freue mich außerordentlich, dass Martina Henkelmann bei uns ist, erste Vorsitzende des Hebammenverbandes Hamburg. Sie werden uns erzählen, was es mit dieser Kunst auf sich hat und inwiefern nämlich schon die Geburtsgeschichte Jesu Wesentliches beinhaltet über Herausforderungen und Umstände ihres Berufs, den es seit Menschengedenken gibt. Ich freue mich sehr, dass die Skyliner Jazz Big Band der Universität heute da ist und für uns spielt und an der Orgel Haruka Kinoshita.
Im Wechsel beten wir mit den Worten des 139. Psalms. Ich bitte Sie, die eingerückten Versteile zu sprechen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Erwette ich von meinen Toten. Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich am Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die doch werden sollten und von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf meinem bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Lasset uns beten. Gott, du Quelle des Lebens, seit Anbeginn der Zeit rufst du das Sein in die Gegenwart, lässt Leben werden und vergehen. Menschen unter uns, die bei der Geburt des Lebens helfen, ihm in der Wüste der Widrigkeiten eine Bahn bereiten. Manchmal gelingt es, manchmal auch nicht.
auf dass wir dieses Leben bestaunen und das Unsrige dafür tun, dass es kommen und bleiben kann unter uns, mit uns. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der heutige Text aus dem Alten Testament kommt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1, 15 bis 21. Im zweiten Buch Mose wird das Volk Israel vom ägyptischen Pharao bedrängt und unterdrückt. Mit einer List möchte das ägyptische Volk die Israeliten niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich, so die Befürchtung, auf die Seite der ägyptischen Feinde schlagen und gegen sie kämpfen. Hierbei werden dann aber die Hebammen zu wahren Heldinnen. Und hier setzt unser heutiger Bibeltext ein. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie bereits geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. Was machen Hebammen? Welche Bedeutung haben sie für Gesundheit von Frauen, Kindern, ihren Familien und infolgedessen ihrer Gesellschaft? Ich zähle einige historische Beispiele für Hebammen auf. Es sind nur kleine Eckpunkte, aber durchaus prägnant. Die Bedeutung der Hebammen wird in unterschiedlichen Quellen erkenntlich. Und die wahrscheinlich älteste Darstellung ist eine ägyptische Tempelmalerei einer Drillingsgeburt von Pharaonenkindern aus dem 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Und im Alten Testament wird erkennbar, dass die Tätigkeit von Hebammen nicht nur eine solidarische Hilfe ist, die sich Frauen gegenseitig leisten, sondern eine gesellschaftliche Institution von Fachfrauen. Sokrates beschreibt, welche Aufgaben Hebammen in der antiken Gesellschaft erfüllen und welchen Alters sie sein sollten. Sokrates, seine Mutter ist selbst Hebamme, beschreibt, dass Hebammen idealerweise selbst bereits Kinder geboren haben und deshalb aus eigener Erfahrung kundig sind. Durch weiteres Lernen werden sie noch kundiger und setzen ihre Fähigkeiten verlässlich ein, weil sie keine eigenen Kinder mehr bekommen. Sie sind ja älter. Sie stehen für ihre Aufgabe, für die anderen Frauen und die Kinder bereit. Das ist sozusagen der erste Nachweis einer Kompetenzanforderung für Frauen, für Hebammen. Auch Griechen und Römern war die Kunstfertigkeit der Hebammen viel wert. Die Gesundheit der Sklavinnen und Tänzerinnen der Oberschicht war ihnen im Sinne einer Wertsteigerung so wichtig, dass sie darauf achteten, dass besonders kunstfertige Hebammen die Geburten begleiteten. Sie hatten zum Teil ärztlichen Status. Die Gesundheit der Nachkommen war Chefsache. Und nicht zu vergessen die berühmte Salome, die die Jungfräulichkeit Marias überprüfen wollte, worauf ihr die Hand verdorrte, bei der Berührung der Windel Jesu aber wieder heilte. Diese Quelle bezeugt ein Wunder.
Mir gefällt die Vorstellung, dass die Hebamme bei der Berührung des Kindes heilt. Das ist eine schöne Metapher für die Arbeit und Unterstützung, wie ich sie kenne, die Gebärende und auch die Hebammen leisten während der Geburt, um dann mit dem Zauber eines jeden neugeborenen Menschen belohnt geheilt zu werden. Mit der Zeit des Mittelalters und der Neuzeit in Europa verfestigen und verschriftlichen sich auch die individuellen und institutionellen Anforderungen und Regeln für die kundigen Frauen. Damit verbunden ist die Entwicklung der Städte, die Intensivierung des Handels und der Produktion. Hebammen im Mittelalter werden gezwungen, moraltheologische Anforderungen zu erfüllen. Sie haben die Pflicht, alle Neugeborenen zur Taufe zu bringen und gegebenenfalls in Not zu taufen, wenn das Kind zu schwach ist. Bei ledigen Müttern sollen sie die Abstammung des Neugeborenen ausforschen und melden. Es entstanden die ersten Berufsordnungen, die eine Zulassung als Hebamme erst nach Prüfungen erlaubt. Und sie müssten alle Geburten zählen und melden, um Praktiken der Geburtenkontrolle zu unterbinden. In der Renaissance entstanden Standardwerke wie ein Handbuch der Geburtshilfe, das auf Arbeiten von Siranos von Ephesos beruht. Es wird fast 3 Jahrhunderte in Folge genutzt werden. Wissen verbreitet sich zunehmend in Büchern, die über Händler in viele Regionen der Welt verbreitet werden. Und das war der institutionelle Startpunkt, mit dem sich Männer als Ärzte und Repräsentanten des Patriarchats der Sache der Hebammen und damit auch der Frauen annahmen. Der Wunsch nach einer starken und gesunden Bevölkerung wird politisches Ziel und im Körper der Frauen ausgetragen. Der heutige Predigttext stammt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und die geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Ich werde einige fiktive Abschnitte eines Geburtenprotokolls vorlesen, wie es gewesen wäre, hätte Maria eine Hebamme dabei gehabt. Dieser Text ist von einer jungen Kollegin in diesem Monat veröffentlicht worden in einer Verbandszeitung und ich finde, er hat hier sehr gut hingepasst. Ein Stall am 24. Dezember, 18 Uhr. Maria von Nazareth erwartet ihr erstes Kind, das ist sozusagen die Aufnahme. Sie ist in Begleitung ihres Partners Josef. Maria ist anamnestisch gesund und hat keine Auffälligkeiten, außer einer laut Maria unbefleckten Empfängnis.
Das Kind bewegt sich laut Maria viel. Sie veratmet die Venen, die sie schon seit Mitternacht hat und bisher auf der Suche nach einer Unterkunft viel unterwegs sein musste. 18.15 Uhr. Maria und Josef beziehen den Stall. Josef massiert ihr das Kreuzbein. Maria befindet sich in stehender Position und stützt sich auf den Holzbalken in der Mitte des Stalls. Ochs und Esel sind anwesend. 18.55 Uhr. Maria gibt Erschöpfung an und dass sie das nicht schafft. Josef unterstützt sie und macht ihr Mut. Eine kurze Zeit liegt Maria in Seitenlage, im Stroh, trinkt und isst etwas und erholt sich ein wenig. 19.28 Uhr, Maria ist wieder in stehender Position und da sie sagt, dass sie wieder etwas Zuversicht hat. Die Wehentätigkeit ist stark, alle 3 Minuten. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 20.22 Uhr, weiterhin starke Wehentätigkeit. Maria dreht sich in den Fürfüßlerstand, legt den Oberkörper auf die Futterkrippe und sagt, dass sie merkt, wie der Kopf des Babys sich in das Becken hineinbewegt. Der Druck auf den Beckenboden wird stärker. Josef reicht ihr das Wasser. 20.45 Uhr, Maria presst aktiv und schiebt das Baby weiter. 20.50 Uhr, der Kopf wird sichtbar. Und Maria bremst mit ihrer eigenen Hand. Eine Arbeit, die sonst die Hebamme macht. 20.50 Uhr, der Kopf tritt durch. 20.53 Uhr, 53, die Geburt des Kopfes. Um 20.56 Uhr, Geburt eines lebensfrischen Neugeborenen aus der vorderen Hinterhauptlage. In die Hände von Maria und Josef. Maria nimmt das Kind hoch zu sich, es schreit kräftig. Maria setzt sich zurück und lehnt sich an die Krippe. Josef deckt das Kind mit einem trockenen Tuch zu. Mithilfe von 21.16 Uhr, mithilfe von Josef geht Maria mit dem Kind auf dem Arm noch einmal in die Hocke und schiebt mit. Die Geburt der Plazenta kommt. Es vergeht eine weitere Zeit. Und um 21.35 Uhr nabeln Maria und Josef das Kind gemeinsam ab und schauen es sich von Kopf bis Fuß an. Sie wickeln es in Windeln und legen es in die Futterkrippe, die im Stall steht. Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren.
Das ist aus der Sicht einer Hebamme ein großes Glück, wenn eine Frau kräftig ist und das Kind gebären kann. Und es ist aber auch sehr wichtig für alle Frauen und Familien in dieser Welt, dass Hebammen bei der Geburt mit dabei sind. Maria und Josef haben arm und unbegleitet einen bescheidenen Ort zur Geburt gefunden. Sie war getrennt von ihrer Familie, von vertrauten Menschen. Maria war müde von der langen Reise und den Anstrengungen. Sie konnten nur in einem Stall Obdach finden und es war keine Hebamme da, keine anderen Frauen, die helfen konnten. Die Bibel stellt die Bedeutung und die Kraft der Geburt von Gottes Sohn so deutlich dar. Als Zeuge für die Kraft der hebräischen Frauen und den Segen von Gott, der sicher auf dieser Familie und auf der Geburt ruhte. Ein sehr starkes Bild. Im Sinne von heute ist das Geburtenprotokoll, wie ich jetzt so in Ausschnitten gelesen habe, eine unbegleitete Geburt und sollte nicht sein. Auch heute müssen wir vieles tun, um Frauen zu stärken und bei der Geburt zu unterstützen. Und das, was Maria und Josef so in einem guten Team gemacht haben, könnte im Idealfall natürlich um das Team Hebamme und auch ärztliche Begleitung unterstützt werden können. Dass die Suche nach einem Geburtsort eine aktuelle Erscheinung in unserer reichen Gesellschaft sein könnte, ist grotesk, aber das Beispiel kann ich benennen. Durch die Schließung von geburtshilflichen Abteilungen, weil nicht profitabel, müssen gebärende Frauen in einzelnen Landstrichen einen langen Weg von 80 bis 100 Kilometer bis zur Geburt fahren. In Hamburg sind die Wege zwar kürzer, aber wegen knapper personeller Ressourcen und räumlicher müssen manche Kliniken die Kreissäle stundenweise schließen und schicken die Frauen an andere Kliniken weiter. Das macht die Wege am Ende doch noch länger. Also auch heute sind Frauen auf Wegen unterwegs, ihren gemütlichen und sicheren Ort für die Geburt zu finden und eine Hebamme zu finden, die sie begleitet und stärkt. Wir schauen heute auf ein im 5. Sozialgesetzbuch verbrieftes Recht jeder Frau für ihre Schwangerschaft, Geburt und die Wochenbettzeit und das erste Lebensjahr eine Hebamme zu haben. Unsere Politik steht in Verantwortung, dass die Hebammenbetreuung für alle Frauen zugänglich und der Beruf der Hebammen gesichert sei. Das läuft im Moment nicht so optimal. Denn seit 2017 haben freiberufliche Hebammen keine Steigerung ihrer Vergütungen und noch nicht mal einen inflationären Ausgleich erhalten. Das führt dazu, dass Hebammen andere Berufsfelder suchen und je nach Stadtteil nur 5 bis 45% der Frauen Hilfe durch freiberufliche Hebammen finden können. Sich für die Verbesserung und Vergütung für Hebammen einzusetzen, ist nur eine Aufgabe in meinem Arbeitsfeld der berufspolitischen Arbeit. Aber abgesehen von meiner berufspolitischen Arbeit finde ich es wichtig, dass wir sehr viel dafür tun, um die Gesundheit von Frauen und Kindern und Familien zu sichern. Das ist immer schon wichtig gewesen, wie die historischen Beispiele, auch die biblischen Beispiele jetzt gezeigt haben. Und in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder Thema ist. Für sie brauchen wir alle zusammen die Solidarität der Gesellschaft und wir brauchen dafür auch viel Segen. Thank you.
Wir beten. Wir bitten Sie, den Bittruf erhöre uns mit. Den Bittruf, wir bitten dich, mit erhöre uns fortzuführen. Herr Jesus Christus, in jedem Jahr feiern wir Advent. Wir bereiten uns auf deinen Geburtstag vor. Wir schmücken unsere Häuser, die Fenster werden dekoriert. Adventskränze und Weihnachtsbäume werden aufgestellt. Wir zünden Kerzen an und kaufen Geschenke für die Familienfeier am Heiligen Abend. Die Nebensächlichkeiten werden hierbei zur Hauptsache. Gott, vergib uns, denn du bist der Mittelpunkt in der Adventszeit. Richte unseren Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Erleuchte uns mit deinem Licht, damit die Weihnachtsfreude sich in unserem Leben ausbreitet. Wir bitten dich. Erhöre uns. Schöpferin, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Rande des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Was fände ich am äußersten Rand? Wessen Rand? Der Rand derer, die aus meinem Sichtfeld verdrängt werden, seit ich sie sehen kann? Der Rand derer, der bald nicht mal mehr ein Rand ist? Oder der Rand derer, auf die Neontafeln von Siemens und Winterschall herabstrahlen? Aber du bist du, du strahlst nicht herab. Lass mich von dir lernen. Schärfe meine Sicht und mach meinen Blick klar. Schöpferin, deine Hand leite mich, es zum Besten dienen zu lassen. Deine Rechte fassen mich, dass sie auch anderen zuteil werden. Wir bitten dich. Erhöre uns. Gott, Quelle des Lebens, gib den Hebammen dieser Welt Mut und Kraft. Denjenigen, die in den Kliniken arbeiten und auch die selbstständig arbeiten. Den um ihre Existenz Besorgten und den Zuversichtlichen. Mögen sie Freude an ihrer lebenswichtigen Aufgabe haben und die nötige Anerkennung für sich erhalten. Gott, nimm dich auch der Enttäuschten und Leidenden an, der Eltern, die ein Kind verloren haben, derer, die sich vergeblich ein Kind wünschen und es nicht bekommen können. Gott, lass die Adventszeit für einen jeden von uns zu einer trostreichen und gesegneten Zeit werden. Wir bitten dich. Erhöre uns. Wegbegleiter, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Wer ist dir überhaupt verborgen? Wer ist mir überhaupt verborgen? In den Straßen und Gassen spiegeln sich Menschen und Lichter in den Pfützen der verregneten Stadt. Vereinzelt huschen Schatten durch das bunte Treiben. Schatten derer, die in keiner Gruppe stehen, um gemeinsam zu lachen. Schatten derer, für die keine Familien- oder Freundeskreise weihnachtliche Heimat sind. Wegbegleiter, leihe uns deine Liebe, wenn unser Blick durch die Stadt wandert. Leihe uns deine Aufmerksamkeit und tröstende Worte, wenn wir in Begegnung treten. Schenke Menschen, die uns wahrnehmen, wenn wir selbst zu Schatten werden. Du siehst uns, sei bei uns in den Tagen, wo wir uns noch einer Nachbarin oder einer Hand auf der Schulter sehen. Wir bitten dich. Erhöre uns. Gott, sende uns den Geist deiner Weihnacht. Die Sehnsucht ist groß nach Frieden und Gerechtigkeit unter uns für alle Welt. Ausruhen, aufatmen, das Wesentliche sehen. Und lass uns das Gute, das wir erkannt haben werden, mit uns tragen, entfalten lassen, groß werden lassen. Liebe und Leben. Friede sei in unserer Welt, in unserem Land, in unserer Stadt. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir in Jesu Worte und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Folgendes gibt es noch bekannt zu geben. Herzlich danken wir der Skyliner Jazz Big Band und Haruka Kinoshita für die tolle Musik im Gottesdienst. Vielen Dank. Wir danken aber natürlich auch von Herzen Martina Henkelmann. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und den Gottesdienst mit uns gestaltet haben. Das war sehr großartig. Den Kollektengrund und den Kollektenzweck für die heutige Kollekte wird jetzt Martina Henkelmann vorstellen. Die Idee ist, die Kollekte an den Verein Papierloser Menschen in Bremen zu richten. Die Arbeit dieser Organisationen, die auch bundesweit agieren, aber auch jetzt hier im Beispiel Bremen, versorgt Menschen, die als Illegalisierte bezeichnet, keine medizinische Versorgung haben und kann zum Beispiel so jetzt auch eingesetzt werden, dass das gezielt auf Hebammenhilfe, auf Betreuung für Familien, die papierlos sind, eingesetzt werden kann. Das wäre das Ziel der Spende. Die Kollekte wird während des nächsten Musikstücks eingesammelt. Wir danken allen Geberinnen und Gebern. Dann laden wir Sie noch zu folgenden Veranstaltungen ein. Am Samstag, den 23. Dezember um 17 Uhr findet das weihnachtliche Chor- und Orgelmusikkonzert hier in St. Katharinen statt. Die Kantorei St. Katharinen singt die schönsten Weihnachtslieder unter der Leitung von Andreas Fischer. Das Konzert wird an der Orgel begleitet von Haruka Kinoshita. Am Sonntag, den 24. Dezember um 16 Uhr findet in St. Katharinen der Gottesdienst am Heiligen Abend statt. Das Motto: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Predigt und Liturgie wird Hauptpastorin und Pröbstin Dr. Ulrike Moormann halten. Alle weiteren Gottesdienste und Veranstaltungen rund um die Weihnachts- und Neujahrszeit entnehmen Sie bitte der Homepage von St. Katharinen. Der nächste Universitätsgottesdienst findet zum Semesterabschluss statt. Am 21. Januar predigen Studierende des liturgisch-didaktischen Seminars zu Macht kaputt, was euch kaputt macht. Oder Hashtag Living the Good Life. Der Kammerchor der Universität Hamburg wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Wichtig: Der Gottesdienst beginnt bereits um 11 Uhr. Und noch eine allerletzte, ganz herzliche Einladung gleich nach dem Gottesdienst. Tee, Kekse und Gespräche im Seitenschiff. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Abend heute mit uns ausklingen lassen. Was bleibt noch zu sagen? Wir danken Ihnen und euch für eure Treue zu den Universitätsgottesdiensten in diesem Jahr und freuen uns, wenn wir uns 2024 wiedersehen. Wir wünschen Ihnen und noch allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
So geht in diese Adventszeit unter dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Yeah.